Ich habe diese Snackies von einem Freund bekommen und irgendwie haben die mich voll inspiriert. Also habe ich eine arme Freundin dazu überredet, ein paar Fotos mit den Fröschis zu machen, bevor sie snacken darf. Als ich das perfekte Foto hatte, habe ich eine Skizze gemacht und diese daraufhin auf eine kleine runde Leinwand übertragen. Und dann ging es auch schon ans Malen. Ich habe für dieses Bild Acrylfarben genutzt und es war auf jeden Fall eine Erfahrung, hunderte kleine Gummifrösche zu malen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem die Reflexion hinzuzufügen war so ein wunderschönes Gefühl. Es hat mich beinahe vergessen lassen, dass die Arbeit mega repetitiv ist und ich ein wenig verrückt werde. Das Bild ist auf jeden Fall ein wenig, ja, verrückt, ein wenig komisch. Aber ich liebe die positive, leichte, verspielte Aura, die es verbreitet. Was haltet ihr denn vom Endergebnis und welche Süßigkeiten mögt ihr besonders gerne?